Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videozyklus Textaufgaben zum Thema Umfang. In diesem ersten Video erkläre ich euch den Begriff Umfang und wie man diesen bei Quadrat und Rechteck berechnet. Ich bin Gottfried und spiele, wie ihr seht, den Meister Eder hier in meiner Tischlerwerkstätte. Und das ist Mira, ich bin der Pumuckl. Pumuckl entdeckt, Pumuckl versteckt. Ja, Pumuckl, wieso schläfst du denn da auf dem Boden? Ich brauche ein größeres Bett. Viel größeres Bett. Ja, und wie viel größer soll es denn sein? So viel größer. Ja, so viel größer hilft nicht viel weiter, Pumuckl. Das müssen wir schon genau abmessen. Warte, ich hole meinen Maßstab. Und zuerst messen wir uns einmal das alte Bett ab. Das ist... Ich hab's gleich. Das ist 80 cm lang und 55 cm breit. Und um wie viel soll es jetzt länger werden? So viel länger. So viel? Das wären 50 cm. Und womöglich soll es breiter auch gleich werden? Ja, so viel breiter. Das wären dann 30 cm. Weißt du was, Pumuckl? Damit ich das ja nicht vergesse, schreibe ich mir das auf. Pumuckl wünscht sich ein neues Bett, das 50 cm länger und 30 cm breiter ist als sein bisheriges Bettchen, das 80 cm mal 55 cm misst. Weißt du, Pumuckl, damit wir auch die richtigen Bretter für dein neues Bettchen finden, müssen wir zunächst den Umfang berechnen können, damit... Das heißt doch nicht Fang um. Umfang heißt es. Umfang. Weißt du, der Umfang ist etwas, wie kann man es beschreiben, was man nachziehen kann. So etwa. Ziehen, ziehen. Herr Pumuckl, ich meine nicht so ein Ziehen. Ich meine ein Ziehen im Sinn von nachzeichnen. Schau, ich habe da ein Brett, wo habe ich denn da? Ein Brett mit vier gleich langen Seiten. Übrigens, weißt du, wie so eine Figur mit vier gleich langen Seiten heißt? Werde ich schon irgendwann wissen, aber das irgendwann ist nicht jetzt. Quadrat, Pumuckl. Es heißt Quadrat. Und das ist sein Umfang. Umfang, Quadrat. Ich suche dich, Quadrat. Dieser kleine Kobold. Was heckt er denn jetzt schon wieder aus? Wenn du den Umfang von so einem Quadrat berechnen möchtest, dann musst du viermal die Seitenlänge ausrechnen. Und die Formel dafür ist klein u ist gleich viermal klein a. Wobei klein u, dieser Buchstabe, für den Umfang des Quadrates steht und klein a für die Seitenlänge des Quadrates. Na, dann messen wir mal die Länge von dieser Seite des Quadrates ab. Wie lang ist sie denn? So lang hilft nicht viel, das müssen wir schon genau abmessen, Pumuckl. Das wären 45 cm. Ja, Pumuckl. Und wie groß ist dann sein Umfang? 4 mal 45. Und wie viel ist das, wenn man das ausrechnet? Oh je. Dieser kleine Pumuckl drückt sich schon wieder vom Rechnen. Kannst du ihm vielleicht helfen? Stopp das Video und berechne den Umfang eines Quadrates mit der Seitenlänge a ist 45 cm. Wenn du die Lösung gefunden hast, setze einfach das Video fort und du siehst wieder die richtige Lösung. Na Pumuckl, was hast du denn jetzt herausbekommen? 180 cm. Ja Pumuckl, du hast vollkommen recht, das stimmt. Aber wenn es keine vier gleich langen Seiten sind... Dann könnte es ein Rechteck sein, Pumuckl. Wo bist du denn? Da sitzt du! Ja, da wo du drauf sitzt, das Brett, das ist ein Rechteck. Das hat vier rechte Winkel und je zwei Seiten sind gleich lang. Vier gleich lange Winkel und je zwei Seiten sind rechtwinkelig. Winkel, Winkel, Winkel. Ach so, Blödsinn, Pumuckl. Die Winkel sind rechtwinkelig und die zwei Seiten sind gleich lang. Und weißt du, wie man den Umfang berechnet von so einem Rechteck? Wie lange ist ein
Seite plus kurze Seite plus lange Seite. Halt, Pumuckl, du bist ja schon vom Anfang vorbei. Anfang vorbei ist mir einerlei. Das solltest du aber nicht, Pumuckl, weil sonst rechnest du falsch. Weißt du, den Umfang von einem Rechteck berechnet man, indem man zweimal die lange Seite nimmt und zweimal die kurze Seite. Und die Formel dafür ist klein u ist gleich zweimal klein a plus zweimal klein b. Wobei klein u wieder der Buchstabe für den Umfang des Rechtecks ist und klein a die längere Seite bezeichnet, klein b die kürzere Seite. Siehst du, Pumuckl, es ist ganz einfach, den Umfang vom Rechteck und Quadrat auszurechnen. Man muss nur alle Seiten zusammenzählen. Pumuckl, was hast denn jetzt wieder angestellt? Pumuckl versteckt! Jetzt hat der kleine Kobold doch tatsächlich etwas weggelöscht. Stopp das Video und suche den Fehler. Und wenn du ihn gefunden hast, dann setze das Video fort. Ich gebe dir noch einen Tipp. Wenn du dich schwer tust, zeichne einfach mit dem Finger das Quadrat nach. Pumuckl entdeckt! Ja, da hat ja der Pumuckl auch herumgetan. Die Formel vom Rechteck ist ja völlig falsch. Pumuckl versteckt. Stopp das Video und suche wieder den Fehler. Ich gebe dir wieder den Tipp. Wenn du dich schwer tust, dann fahr mit dem Finger einfach dieses Rechteck nach. Wenn du den Fehler gefunden hast, setze das Video wieder fort. Pumuckl entdeckt. Na, Pumuckl, hast du jetzt alles verstanden? Alles? Nein, manches vielleicht. Aber es geht hier noch weiter. Ich will hier ein größeres Bett und das habe ich noch nicht. Ja, freilich geht's weiter. Gleich im nächsten Video. Nicht zu sagen, was wir wieder fragen. Tschüss! Dieser Pumuckl, was der ihm anstellt.